Ende des Weltbrandes. Herstellen der göttlichen Ordnung. Die weltliche Ordnung wiederherzustellen wird so lange unmöglich sein, wie Hass und Neid die Menschen erfüllt. Denn diese sind gottwidrige Eigenschaften, die jegliche Ordnung zerstören müssen. Wie alles, was wieder Gott ist, auch wieder die göttliche Ordnung gerichtet ist. Und es ist der Zustand äußerster Lieblosigkeit, der sich niemals aufbauend bemerkbar macht, sondern immer zerstörend sich auswirkt. Verständlicherweise kann aber ein so zerstörender Zustand nicht auf Dauer bleiben, und darum wird Gott selbst ihn beenden. In einer Weise, die zwar auch die größte Unordnung bringt, jedoch von Gottes Weisheit erkannt wurde als einziges Mittel, die Ordnung wiederherzustellen. Die Menschheit selbst macht keine Anstalten, einen Kampf zu beenden, der über die ganze Welt Leid und grenzenloses Elend bringt. Folglich muss er in einer anderen Weise beendet werden. Doch das Leid auf Erden wird nicht geringer werden, weil die Menschheit es benötigt. Es müssen die Menschen zur alten Ordnung zurückkehren. Sie müssen wieder lernen, Verzicht zu leisten auf die Güter des Nächsten, deren Besitz sie anstreben, und um diesen Besitz sie mit furchtbarsten Waffen kämpfen. Denn die Sucht nach irdischen Gütern brachte den Weltbrand zustande, der schwerlichst zu löschen ist. Doch er bringt den Menschen keinen irdischen Gewinn, sondern vielmehr ungeheure irdische Verluste, über deren Umfang der Mensch nicht unterrichtet ist. Denn alle Triumphe sind mit unbeschreiblichen Verlusten erkauft worden, sowohl an irdischem Gut wie an Menschenleben. Doch die Menschheit ist abgestumpft diesen Verlusten gegenüber. Sie beachtet nicht, was menschlicher Wille veranlasst hat. Also greift der göttliche Wille selbst ein, um eine gewaltsame Änderung des Weltgeschehens herbeizuführen. Weil ein Umschwung des Denkens der Menschen erst dann erzielt werden kann, wenn sie es spüren, dass sie selbst machtlos sind. Dass eine Macht, die stärker ist als sie, ihnen die Zügel aus der Hand nimmt und ihren Willen völlig zunichte macht. Die geistige Dunkelheit, in der sie sich befinden, ist Anlass ihres lieblosen Handelns, ihre Lieblosigkeit wie der Anlass der Finsternis. Und es muss blitzartig in ihnen die Erkenntnis auftauchen, dass ihr Denken verkehrt ist, dass sie falschen Zielen nachjagen und sich verrennen, so sie nicht umkehren zur göttlichen Ordnung und ihren Lebenswandel von Grund aus ändern. Und diesen Blitz der Erkenntnis soll ihnen der göttliche Eingriff bringen, wenngleich sie noch weit davon entfernt sind, zu glauben an eine höhere Macht, die ihr Schicksal in den Händen hält. Doch zum Glauben können sie nur durch Nachdenken gelangen. Und das Denken soll angeregt werden, wenn sie sehen, dass alles anders kommt, als es nach menschlichem Ermessen vorauszusehen war. Es ist ein Chaos, geistig sowohl als irdisch, das Menschenwille heraufbeschworen hat und das ohne den Eingriff Gottes immer größer werden und zur endgültigen Vernichtung führen würde, weil die Menschheit nicht mehr die göttliche Ordnung achtet, bis auf wenige, die Gott ergeben sind und seinen Willen zu erfüllen trachten. Diese aber halten den Gang der Entwicklung nicht auf, sondern sind nur noch Anlass, zu verschärften Maßnahmen wieder die göttliche Ordnung. Und es ist die Zeit gekommen, wo die Menschheit sich dem Willen des Gegners von Gott unterwirft und immer liebloser wird im Denken und Handeln. Der Eingriff Gottes zieht unsägliches Leid und Elend nach sich, ist aber die einzige Möglichkeit, die Menschen wieder zur göttlichen Ordnung zurückzuführen und ihren geistigen Zustand zu wandeln, was zwar nur bei wenigen Menschen der Fall sein wird. Und darum rückt die Zeit der endgültigen Vernichtung dessen, was unumkehrbar ist, immer näher, wie es angekündigt ist, in Wort und Schrift. Amen.